Das Projekt Corn Scout vom Getreidekorn und seinen vielfältigen Nutzerinnen. Die Ziele des Projekts Corn Scout sind die Förderung der Kompetenzorientierung zu nachhaltigem Handeln im Berufsalltag kornhandhabender Berufe, die Steigerung der Kommunikationskompetenz zur Nachhaltigkeit zwischen den einzelnen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette und die Ausbildung von Corn Scouts als Change Agents für einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Zu den kornhandhabenden Berufen des Projekts Corn Scout, hier entlang der Wertschöpfungskette des Getreidekorns dargestellt, zählen Melzerin und Brauerin, Müllerin, Bäckerin, Konditorin, Fachkraft für Lebensmitteltechnik sowie angrenzende Berufe. Das Projekt Corn Scout umfasst 4 Phasen. Erstens, Ermittlung des Status quo und notwendiger Nachhaltigkeitskompetenzen durch Interviews, Workshops und Desktop Research. Desktop Research beinhaltet eine quantitative Schlagwortanalyse von Lehrbüchern und Ordnungsmitteln und Supply Chain und Arbeitsprozessanalysen. In dieser Phase wurden auch ein Kompetenzmodell und ein Modell für die Nachhaltigkeit beruflicher Handlungen entwickelt. Anschließend erfolgt zweitens Entwicklung und Erprobung von Lehr-Lernmaterialien, wie zum Beispiel einem Planspiel, Lehr-Lerneinheiten und Erklärfilmen. Drittens, Evaluierung und Optimierung der entwickelten Lehr-Lernmaterialien basierend auf Feedback und Kompetenzaufbau der Teilnehmenden. Sowie viertens, Transfer der Ergebnisse durch unter anderem Präsentationen, Veröffentlichungen, Poster, Flyer und Bildungsangebote. Einige Ergebnisse des Projekts möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Im Projekt Corn Scout wurde das Modell des Lieblingskuchens entwickelt, das die Nachhaltigkeit einer beruflichen Handlung und deren Einflussfaktoren veranschaulicht. Die Nachhaltigkeit einer beruflichen Handlung wird beeinflusst von der individuellen Einstellung gegenüber den 4 Dimensionen der Nachhaltigkeit: Gesundheit, Wirtschaft, Soziales und Umwelt, sowie den beruflichen Rahmenbedingungen und den individuellen Werten des Handelnden. Die 4 Dimensionen bilden die einzelnen Schichten des Kuchens: hellrosa für Gesundheit, orange für Wirtschaft, pink für Soziales und hellgelb für Umwelt. Die Dicke der jeweiligen Schicht zeigt, wie groß die individuelle Bedeutung der Dimensionen für den Handelnden ist. Je ausgeglichener das Verhältnis der Schichten zueinander, desto nachhaltiger ist die berufliche Handlung. Die individuellen Werte sind als Toppings auf dem Kuchen dargestellt. Zu den individuellen Werten gehören Preis, Natürlichkeit, gesundheitliche Wirkungen, Aussehen, Geschmack, Fairness, Tradition, Herkunft, Sicherheit, Komfort und Umweltauswirkungen. Und all das macht die Nachhaltigkeit einer beruflichen Handlung aus. Um die Nachhaltigkeit in den kornhandhabenden Berufen zu fördern, fließen die im Projekt entwickelten Modelle und die Expertise unserer Pionierpraxispartnerinnen und Partner aus der Wirtschaft direkt in die Entwicklung der Lehr-Lernmaterialien ein. Hier ist eine Übersicht über die im Projekt entwickelten Materialien dargestellt. Dazu zählen der Workshop Kornagenten, das Planspiel 50% und unterschiedliche Lehr-Lerneinheiten. Weitere Materialien können in diese Lehr-Lerneinheiten integriert werden. Dazu gehören eine Reihe an Erklärfilmen und Legevideos zu verschiedenen Themen, Interviewfilme zu den 5 Berufen und 8 Poster. Ein Thema, das alle unsere Praxispartnerinnen nannten, war Bio. Die Betriebe sahen Bedarf an Lehrmaterialien, die die Auszubildenden selbstständig bearbeiten können und die ihnen die Besonderheiten des Bioanbaus verdeutlichen.
Außerdem sollte vermittelt werden, was die Entscheidung für Biorohstoffe für den jeweiligen Beruf in der Praxis konkret bedeutet. Wie wirkt sich die Entscheidung für Bio auf den Einkauf der Rohstoffe aus? Was bedeutet Bio für die Verarbeitung? Was muss bei der Lagerung beachtet werden? Und was muss ich der oder dem Nächsten in der Wertschöpfungskette über meine Bioprodukte kommunizieren? Was muss beispielsweise die Mühle der Bäckerei kommunizieren oder die Bäckerei der Kundschaft? Im Projekt Corn Scout entwickelten wir für die Vermittlung dieser Kompetenzen zum Beispiel ein Arbeitsheft, das an das Format einer Zeitschrift angelehnt ist, die Corn-Zeitschrift. Sie ist für selbstgesteuertes Lernen geeignet, zielgruppenspezifisch, denn Format, Ansprache und Layout einer Zeitschrift sind auf junge Menschen ausgerichtet, sie fördert die Lernmotivation, sie ist modular nutzbar, das heißt, sie kann nicht nur selbst organisiert betrieblich, sondern auch in angeleiteten Settings in Gruppen, wie in der UBS oder der Berufsschule genutzt werden. Dafür sind im didaktischen Begleitmaterial für alle 5 Berufe 3-stündige Seminareinheiten inklusive Lernsituationen konzipiert. Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne einige Seiten der vorläufigen Version der Zeitschrift vorstellen. Die Besonderheiten des Bioanbaus werden mittels einer Fotostory vermittelt. Die Fotostory wurde für die Zeitschrift mit Auszubildenden in einem Workshop entwickelt und umgesetzt. Im Zentrum der Story stehen 2 Bauernfamilien. Eine baut nach biologischen Kriterien an, die andere baut konventionell an. Die Familien geraten darüber in Streit und tauschen dabei Argumente für und gegen die beiden Anbauweisen aus. Im Anschluss lösen die Auszubildenden einen Quiz und tragen so die Inhalte der Fotostory noch einmal zusammen. Dies dient als Sicherung des Gelernten. Die Auszubildenden können ihr Wissen über Bioanbau noch vertiefen, indem sie einen Erklärfilm anschauen, der ebenfalls im Projekt Corn Scout entstanden ist. Darin wird erklärt, wieso Biorohstoffe oft teurer sind als konventionell erzeugte Rohstoffe. Die Auszubildenden scannen dafür mit ihrem Smartphone den QR-Code und gelangen direkt zu dem etwa 5-minütigen Erklärfilm. Oder sie scannen diesen QR-Code und gelangen zu einem Film, der die Unterschiede zwischen den gängigsten Biosiegeln erklärt. Herzstück der Zeitschrift sind die Interviews mit den Praxispartnerinnen, die die Auszubildenden an ihrem Lebensweg, ihren Beweggründen für Bio und ihrer beruflichen Expertise teilhaben lassen. Aus allen 5 Berufen berichten die Bioprofis, welche Besonderheiten und Herausforderungen die Verwendung von Biogetreide und anderen Biorohstoffen ganz konkret mit sich bringen. Thorsten Schoppe von Schoppebräu erzählt zum Beispiel, dass er seine Produktion nicht komplett auf Bio umstellen kann, weil nicht ausreichend Biohopfen auf dem Markt verfügbar ist. Oder Michael Hiestand von der Meier-Mühle. Er berichtet unter anderem, dass die Mühle gerade kürzlich ein weiteres Silo mit vielen kleinen Silos darin gebaut hat, damit die von den Biorichtlinien geforderte Rückverfolgbarkeit des Getreides gewährleistet werden kann. Auch berichtet er, wie sich der Einkauf des Biogetreides unterscheidet. Oder Mustafa Topal. Er experimentiert in der Ufa-Bäckerei mit recycelbaren Backmatten, die man etwa 100 Mal verwenden kann. Dies spart viel Backpapier. Für jedes Interview steht auch eine Audioversion zur Verfügung, in der das Interview vorgelesen wird. Und es gibt für jedes Interview ein Glossar, in dem wichtige Fachbegriffe sowie Fremdwörter erklärt werden. Im Anschluss an jedes Interview folgen Übungen, durch die die Auszubildenden die wichtigsten Fakten zusammentragen und die ins Zeitschriftenformat passen. Hier sehen Sie beispielsweise ein Silbenrätsel. Die gefundenen Begriffe sollen zudem noch erklärt werden. Nach dem Interview mit Schoppebräu werden die Auszubildenden aufgefordert, die wichtigsten Infos über Biobier in Form einer Werbeanzeige zusammenzufassen. Dabei können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im didaktischen Begleitmaterial gibt es Lernsituationen, zu deren Fragestellungen die Zeitschrift bearbeitet werden kann. Dort finden sich auch Konzepte für 3-stündige Lehreinheiten mit der Zeitschrift für alle 5 Berufe. Auch Reststoffe und Abfälle wurden als wichtiges Thema identifiziert.
Zum Thema Brotabfälle wurden 4 Erklärfilme und 3 Lehr-Lerneinheiten entwickelt. Sie befassen sich mit den Themen Backwarenverluste, Umweltauswirkungen und ökologischer Fußabdruck, Entsorgungs- und Verwertungswege und Reduktion von Retouren und Abfällen. Die Lehr-Lerneinheit und der dazugehörige Erklärfilm Umweltauswirkungen und ökologischer Fußabdruck behandeln beispielsweise die Themen Umweltauswirkungen und den ökologischen Fußabdruck in seinen verschiedenen Varianten Fläche, Wasser, Treibhausgase und Ressourcen. Veranschaulicht und zusammengefasst wird das Thema auch in einem der Poster. Haben Sie Lust bekommen, ein im Projekt entwickeltes Lehr-Lernmaterial mit Ihren Auszubildenden oder Berufsschülerinnen auszuprobieren? Vielleicht die Zeitschrift oder eine Einheit über den ökologischen Fußabdruck? Dann freuen wir uns über Ihr Interesse und stellen gerne alle Materialien zur Verfügung. Ihr Feedback und Ihre Erfahrungen helfen uns, die Lehr-Lernmaterialien weiter zu verbessern. An dieser Stelle möchten wir einen besonderen Dank an unsere Praxispartnerinnen und Partner aussprechen, ohne die dieses Projekt nicht möglich wäre.